es ist nie leicht. Yani, Sie wussten wahrscheinlich, dass die Frage kommt, aber das Champions League-Finale und WM-Finale in etwa anderthalb Monaten zu verlieren, ist das das Schlimmste, was einem Fußballer passieren kann? Sie haben da nur zwei Sachen. Ne? Wir haben mit dem Verein, mit Leverkusen, auch noch das Pokalfinale verloren. Leider. Und Meisterschaft sind wir auch nur Zweiter geworden. Also in dem Sinne viermal Zweiter, viermal Vize. Der zweite Platz ist immer der erste Verlierer, logischerweise. Und damit kann man nie zufrieden sein und hat uns mit Sicherheit auch nicht glücklich gemacht. Trotz alledem können wir auch stolz sein, dass mit Leverkusen damals in den Champions League-Finale gekommen zu sein. Genauso hat es niemand erwartet, dass Deutschland ins WM-Finale kommt. Zu der damaligen Zeit haben alle gedacht, ja, Vorrunde vielleicht noch. Und dann sind wir letztendlich, ja, aber Achtelfinale ist spätestens Schluss, aber wir sind dann letztendlich noch bis ins Finale gekommen. Und deswegen, ja, sind es, ich will jetzt nicht sagen Erfolge, ich hätte gern einen Titel gewonnen, muss man ganz klar sagen. Aber wir hatten auch in den gewissen Phasen in der Meisterschaft mit Bayer Leverkusen oder auch in den Spielen, Brasilien-Finale war Oliver Neuwild, ein Pfostenschuss, hätte auch mal reingehen können. Champions-League-Finale mit Real Madrid, die da auch mit großen Namen gespielt haben, mit Figo, mit Zidane. Casillas sein erstes Spiel gemacht, Weltklasse gehalten. Habe ich das Fortune gehabt, was man in so einem Spiel braucht. Das Spieltagsglück hat uns da in gewissen Spielen da auch gefehlt. Was natürlich trotz alledem war, aber trotzdem Finale zu spielen und WM-Finale zu spielen in einem Jahr, das schaffen nicht so viele. Bestimmt nicht. Aber beziehungsweise zum Thema Zidane, also ich selber habe schon dieses Video 1000 Mal gesehen, also muss ich fragen, wie sah es aus, Zidanes Tor? Im Finale der UEFA Champions League 2002 vom Feld. Also Sie waren selber da. Ich habe das Video 1000 Mal gesehen, aber wie sah es aus vom Feld? Also ganz ehrlich, in dem Spiel habe ich gedacht, okay, wir liegen zurück. Aus heutiger Sicht, wenn ich das öfters habe, auch oft genug gesehen, logischerweise, sensationeller Schuss. Und zu der damaligen Zeit konnte das eigentlich nur Zinedine Zidane schießen, der für mich auch irgendwo ein Vorbild war, Weltklasse-Fußballer war, Sachen gemacht hat, die man nicht überall sehen konnte. Und er halt auch die Fähigkeiten hatte, so einen Schuss reinzumachen, was für mich auf dem Platz in dem Moment ärgerlich war. Ich glaube, wäre ich Zuschauer gewesen, hätte ich auch geklatscht. Aber wir lagen dann leider 1-0 zurück. Oder nee, es war 2-1. 2-1 war das.